Okay. Dann willkommen zurück zu Let's Play Stream Show Bla XCOM. Let's save the fucking world. Wo waren wir? Sind wir gerade frisch aus einer Mission gekommen? Oh shit. What? Die USA? Die haben einen Satelliten, verdammt. Und die bezahlen Geld wie Sau. Scheiße. Die müssten wir irgendwie gerettet kriegen. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Hier wird immer noch umgebaut. Und unsere ehrenvollen Gefallenen. Überhaupt jemand da? Ihr redet nur bei OBS. Ja, jemand redet mal übers Spiel. Das ist doch mal eine Abwechslung. Okay, wir waren nichts am Bauen aus Geldmangel. Im Moment. Und wir forschen Illyrium, oder? So, tja, und da müssten wir mal noch graben. Was machen wir jetzt? Och, Kinder, ganz ruhig. Was machen wir jetzt mit dem Zeug? Weiß nicht. Du weißt, dass man Nautilus es im Fenster sieht. Plasma Sniper könnte man machen. Oder Plasma Rifle, Plasma Sniper. Können wir machen. Haben genug Zeug für eine. Ich habe vergessen, was wir eigentlich wirklich machen wollten. Aber ja, doch. Anholy hat recht und Graben ist wichtig. Der Strom geht uns zwar noch nicht aus, aber wir brauchen mehr Uplinks und wir werden noch neue Gebäude bauen müssen. Das heißt, wir graben jetzt und warten und schauen und sehen anhand dessen, wer wann und warum stirbt, was uns fehlt. Brasilien hätte gern 4 Laser Rifles und gibt uns 4 Engineers dafür. Laser Rifles, das könnte machbar sein. Die sind ja nicht so schlimm, oder? Wo sind sie denn? Laser Rifle. Tja, braucht Alloys. Das ist das Problem. Das Zeug braucht Alloys. Wollen wir Alloys gegen Engineers eintauschen? Ich glaube, um ehrlich zu sein, im Moment nicht. Da hat Brasilien jetzt gerade Pech. Unsere Legierungen sind wichtiger als die Beziehung zu Brasilien. Und vor allem 4 Engineers. Illyrium. Illyrium ist sowas wie Uran. Also Uran, toll für Energie herzustellen und so weiter, aber wir können es nicht bauen, wir können nichts damit machen, wir können es nur benutzen, wenn wir es irgendwo finden. Das heißt, wir müssen ziemlich unbedingt dieses Zeug finden. Gleich ist Zahltag. Hey Auranord, du bist wieder wach, du lebst wieder. Wir können jetzt einen Satelliten-Nexus bauen mit dieser tollen neuen Forschung bezüglich Gedönse, die wir haben. Oh ja, da könnten wir uns was sehr Nettes bauen, aber da fehlen uns Dinge dafür. Also bauen wir jetzt einfach mal dieses Outsider-Shard-Ding. Und ja. Ja, Zahltag ist schlecht, ist jetzt aber nicht zu ändern. Wir brauchen halt Geld. Coordinates. Recon satellite Delta 2 is just coming into line of sight now, sir. Coming on screen.
nothing. No, that's impossible. I know it's there. Switch to thermal. Hello? Give me subsurface. Gotcha. Re-establish comms with all the men on the ground. Think of what we might find once we get inside that facility. Imagine what they might be doing down there. I'm sure we'll find out soon enough. Okay, we found it. Now how do we get inside? I thought you'd never ask. Ganz ruhig, ganz gechillt. So. Involved in creating these crystals, an organic machine capable of complex communications. We could spend years studying this technology. Tja, erst müssen wir den Schlüssel mal herstellen. Ja, fangen mal. Scheiße, die kostet auch alles. Die Forschung selbst schon. I can only imagine what the aliens might be doing in an underground facility. I've got a hunch as to how we might get into that facility. Just give the word and I'll begin manufacturing the key immediately. Okay, wir haben den Schlüssel gebaut. The sort of tech would have been limitless if the aliens had only come in peace. Das heißt, wir könnten noch schnell vorm Zahltag die Basis angreifen. Und das probieren wir jetzt auch einfach mal. Also, Kinders, ich brauche jetzt ein paar ganz Mutige. Denn in Südamerika gibt's eine Basis. Das finden wir nicht gut. Das soll bitte anders sein. Jan will mit, freiwillig. Hey, mit dem Arcthrower. Das gehen die Scheißdinger also hin. Du hast die gebunkert, Jan. Du Sack. Nimmt Jan... Behält Jan die Laser oder nimmt Jan die Plasma? Ja, ich glaube, da gibt es noch bessere, die Plasma nehmen können. Unseren Solo nehme ich mal mit, weil das ist jetzt ja doch was etwas härteres. Und hallo. Dum, 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 dum. Der Werwolf. I am the Werewolf. Ja, der darf mit. Mit einem Medkit, das ist gut. Jin, Lady Grey, kommt auch mit, muss noch leveln, fehlt noch ein Level. Und zwei Sniper sind besser als einer. Hat auch die gute Waffe, also alles okay. Kitty will mit. Kann Kitty schon doppelt heilen? Ja, kann Kitty. Kitty kann eigentlich sogar ziemlich viel. Kitty ist ziemlich weit. Kitty ist cool. Ja, Kitty kommt mit. Ist in Ordnung. Und Scarecrow T möchte mit. Wollen wir nicht vielleicht stattdessen einen Heavy mitnehmen? Ein Heavy zum freiwillig melden, unser letzter, ist irgendwie kaputt gegangen. Die Heavys halten nicht mehr so das aus, was wir kennen. No Name oder Seedrax? Sorry. Bei dem Kacknamen klarer Fall. Dum, 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 dum. So, jetzt haben wir noch eine schöne Waffe für jemanden. Und ja, komm Jan. Du kannst gut zielen, 84. Du kannst auch ohne den Bonus auskommen. Okay, wir haben zwei Sniper, zwei Assault, ein Support, ein Heavy. Und wir haben drei Medkits insgesamt dabei und haben sogar einen, mit dem wir irgendwas lebend mitnehmen können. Das ist gut. Das Loadout ist schon mal nicht schlecht. Nehmen wir die Basis mit, dass die Monatsabrechnung besser aussieht. Thanks to Dr. Vollen's research and some clever developments done in engineering, this skeleton key should allow you to breach the alien compound. We've only got one chance to make this work though. So let's make sure we do it right.
Amüsieren wir uns doch hier mal, ha? So far, we don't have visual confirmation on the hostiles. I wouldn't get too comfortable, though. We're expecting heavy resistance. They're probably moving into position as we speak. So, dann lasst mich doch gerade mal ein bisschen orientieren, dass ich weiß, wo ich herumhüpf. Alles klar. Also, meine Lieben. Wir befinden uns in der feindlichen Basis. Das ist in etwa so sinnvoll und schlau, wie ihr euch das jetzt vielleicht denkt. Well, it looks like we found where they've been taking the abductees. But that still doesn't explain what the purpose of all this is. Aber was sollen wir schon tun, ne? Dazu möchte ich noch erwähnen, dass diese Basis anders aussieht als die, die ich schon kenne. Was bedeutet, das ist in einem weitesten Sinne ein bisschen blind für mich. Ich erinnere mich allerdings noch gut daran, wie es gelaufen ist, das erste Mal, dass ich eine Basis mitgenommen habe. Also... ja... Also, wie wir sehen, das Begrüßungskommando ist ungefährlich und wir brauchen keine Angst zu haben. Alles wird gut, ganz bestimmt. Tja, ihr bleibt da stehen, wo ihr steht. Ist nichts zu ändern dran. Du, was ist mit dir, Jan? Solltest du nicht hier runterschießen können? Hm, doch. Wie viel Schaden kann die machen? Macht bis zu 8 Schaden. Der hat 8 Leben. Versuchen wir es. Ah ja. Ihr wollt also sterben. Verstehe. Dann tut's mir leid, euch möglicherweise daran gestört zu haben. Du kannst ja... Heavy Plasma, du kannst schießen, obwohl du gelaufen bist. What happened? So macht man Chrysaliden weg. Wolfskin. Was machen wir denn mit dir? Du hast nur eine Laser. Also grill du den hier weg, dann ist der komplett weg. Wolfskin, Beförderung. Und der Kitty Dog ist noch dran. Und der Kitty Dog geht hier in Deckung. So, es lebt noch. Doch um uns anzugreifen, muss es hierher laufen. Was bedeutet, unsere Sniper können es sehen. Also, alles nicht so schlimm. Das habt ihr schon mal sauber gemacht. Das war ein guter Anfang. Sag ich doch. Good to go. Let's do this. Rock and roll. Ja, dieses Geräusch kenne ich. Dieses Geräusch kenne ich. So. Hier lang ist uns mal gerade egal im Moment. Wir gehen alle geschlossen hier auf der linken Seite lang. Heavy. Das heißt, du nimmst doch mal hier ein bisschen an der Front Platz. Laser Rifle und Supporter. Dann darfst du ja theoretisch ein Stück weiter hinten stehen, aber machen wir erstmal Sniper, bleibt hier und
Sniper bleibt hier. Leichte Plasma, dann geh du nach vorne. Normale Plasma, ihr geht dann so hier nach vorne. So. Ja, das Blaue ist eine Tür. Die Alien-Türen sehen so aus. Eigentlich ganz cool. Dann nehmt ihr doch mal Platz an dieser Tür. Ihr gebt hier schönste Deckung. Und ihr gebt so oder so allerschönste Deckung. Diese Basis nehmen wir mit. Das wird unsere neue Basis. Irgendjemand wohnt am anderen Ende dieser Tür. Sagen wir mal Hallo. Mutant! Wer ist dafür da, von Weitem zu schießen? Lass mich überlegen. Versuch den. Und mach ihn bitte anständig tot. Nicht nur so halb. X-ray neutralized. So, hast du nicht diese Double-Tap-Geschichte? Das ist nichts zum Aktivieren, das triggert einfach passiv, oder wie sehe ich das? Oh, hey. Nur 5 Schaden genommen. Okay, triggert passiv. Also er darf nochmal. Ja, dann schieß nochmal. Das war doch schon mal schön. Und ihr wehrt ab. Ihr seid bitte alle ganz, ganz aufmerksam und vorsichtig. Okay. So ist das schon mal gut. Unser Heavy geht vor. Sag ich mal einfach so. Hier ist ein Weg, wo man nach oben kann, ein Stück. Tja. Ist jetzt auch keinen besseren Punkt, wo man hingehen könnte, also... Wir bewegen uns langsam. Lieber langsam und vorsichtig, als irgendwie in schwungvollem Elan 3 Chrysalidengruppen gleichzeitig aufzuwecken und hinterher nur noch eine Meute von Aliens zu kontrollieren. Beziehungsweise Zombies, um genau zu sein, ja sogar. Mit dir vorzulaufen war jetzt vielleicht nicht so schlau, außer ich nutze die Gelegenheit zum Nachladen. We're green to go. Nö, ist nicht die letzte. Da geht noch was. Keine Sorge. So. Leichte Plasma. Was ist denn das da? Keine Ahnung, aber es bietet Deckung, also. Nehmen wir es mit. Auch schön. Tja. Ihr, oder sagen wir mal zumindest, du wehrst schon mal ab. Du gehst mal einfach hier hin. Oh, da siehst du ja jemanden. Machen weg. Klappt sogar. Jawohl. So, du gehst auch hier vor. Mhm.
du kannst dann... Ja, komplett bis hier oben hin. Und er schießt. Und er schießt vorbei. Siehst du den? Du siehst den nicht? Son, I am disappointed. Nix bietet Deckung. Jetzt vielleicht. Yep. Okay. Dann haben wir uns wieder mal einen Moment Sicherheit erkauft und können aufschließen. Ja, geh du schon direkt ganz vor. Das kannst du mit Last Stream rausfinden, Brainfart. Ist es nicht klasse? Manchmal braucht der Bot ewig, bis er antwortet, wenn man was fragt. Weiß noch nicht, warum dem so ist. Stört mich selbst. So, öffnen wir doch mal diese Tür. Es scheint auch gut zu sein, dass ich die so bewache. Denn dort wohnt jemand, wie man sieht. Wer ist es denn? Jemand, der sich noch für sehr versteckt hält. Ist in Ordnung. Damit kommen wir klar. Das kriegen wir hin. Gibt's für dich hier auch einen Punkt? Ja, im Prinzip schon. Kannst hier hin. Das Ding kann möglicherweise explodieren, ja. What's making that noise? What? Da haben wir doch ein paar Freiwillige. Tja, da solltest du dir doch wieder ein bisschen Decken suchen. Na, schieß es mal kaputt, ne? Alter Wallhacker.
Ich wäre nochmal sicher, die fliegen nicht allein darum. Aber irgendwie seltsam. Schöne Punkte für unsere zwei Sniper. Aber so weit kann er nicht auf einmal laufen. So, ich bringe unsere Sniper jetzt mal extra noch nicht ganz in Position. Denn wenn die sich dort vorne an den Rand stellen, sehen die weiter hier hinten rein. Und dort wird wahrscheinlich irgendwas rumstehen. Und das will ich nicht aufschrecken und aufwecken und was auch immer, solange nicht die Leute ansonsten wenigstens im Defensivmodus sind oder im Overwatch oder so. Deshalb warte ich noch die eine Runde ab. Weil jetzt haben wir noch nichts geweckt. Seht ihr es? Dort ist direkt was. Das hätte ich wach gemacht, auf jeden Fall. So haben wir uns diesen Moment Ruhe noch erkauft. Nein, du... Tja, du stehst jetzt natürlich am unnötigsten hier im Moment. Aber da hast du halt Glück. In der nächsten Runde gibt's Sniper-Schüsse. What in God's name are we looking at? I didn't want to believe it, but it's clear the aliens have been experimenting on the abductees. What could they be hoping to accomplish through this? Eine wunderschön zu verteidigende Position, die gefällt mir. Hier fühle ich mich wohl. So, wer geht denn jetzt vor? Ich würde sagen, ihr zwei geht ein bisschen vor, hm? Locked and loaded. I'm ready. Wir können einen Scanner werfen, aber warum, wenn wir das Frontlinienfußvolk haben? Scanner kosten schließlich Geld. Nee, das eigentliche Problem an den Scannern ist, dass der Sniper dann halt seine Runde beendet hat und nichts mehr machen kann. Und die Sniper sind zu wertvoll. Ich will ihre Runde nicht einfach durch nur so etwas verschwenden, was ich auch so erreiche. Seht ihr? Chrysaliden. Jetzt haben wir die Scheiße, hm? So, Doc. Lauf, Schlampe, lauf. Siehst du den? Du siehst den. Tötest du den? Töte ihn. Kein Crit. Jan, geh mal auf Nummer sicher und gib hier drüben unser Kitty oder wer es auch ist, noch ein bisschen mehr Deckung.
So, der Chrysalid wird jetzt zwar vorlaufen, aber da es halt ein Nahkämpfer ist, wird er mitten in unser Feuer reinlaufen. Und gekrillt. Hey, da ist ja noch einer. Der kommt auch zum Spielen. Ist aber nicht so schlimm. Du siehst den doch. Mach ihn doch ganz tot. Jin, du hast noch nicht Max-Level, ne? Ne, gut, dann machst du die Kills. So. Okay, wir haben nur zwei Chrysaliden eben gesehen. Das heißt, wir müssten jetzt nachladen können. Kitty bleibt mal noch hier stehen, solange bis alle anderen nachgeladen haben und wieder bereit sind. Und ihr wartet hier einfach. Wer muss, lädt nach. Stell dich mal wieder herunter. Gerade der eine Schritt ist ja doof. Okay, das war soweit schon mal in Ordnung. Dann bewegt ihr euch jetzt noch eine Ebene vor. Aber schön langsam. Irgendwie ist es ein bisschen verkehrte Welt. Hallo, dich höre ich doch die ganze Zeit schon. Mach das Ding kaputt. Damit meine ich nicht die Basis. Sag mal. Jetzt wäre vielleicht Run and Gun eine Aktion wert. 100%, das ist ziemlich viel. Und unsere tollsten. Aber dafür reicht ein Schuss nicht. Deswegen mach du ihn schön schwach. Du hast genug XP, du brauchst ihn nicht. Ah, Double Tap. Sehr gut, dann mach noch den Kleinen weg. Den Kleinen darfst du. Du gehst hier auch nach vorne und bietest Deckung. Und du machst die Disc kaputt. Das war schön. Tolle Aktion. Oh, noch eine Drohne. Armes Ding. So, haben wir die auch erlöst. Okay. So, wer steht wo und wer hat wie viel Munition und so. Eigentlich geht's euch ganz gut. So. Jetzt schicke ich ja doch Kitty vor, das will ich nicht. Kitty ist Supporter. Nein, du gehst jetzt wieder zurück. Der Zug ist einfach verschwendet. Weil, guck doch mal. Du bist doch hier ein Assaulter. Du sollst doch eigentlich vorrennen. Wolfskin. Nicht den Support vorlaufen lassen. Der Supporter hat ganz eigene Probleme. Du bist das Frontlinienfußvolk.
Wie immer, ich bin vielleicht ein bisschen langsamer als notwendig, aber dafür gibt's auch hoffentlich keine Toten. Es kann immer mal was schief gehen. Doch jemand. Tja, hier drüben hat es mir ein bisschen die Deckung kaputt gemacht. Da müssen wir gucken, wo wir hier raufgehen. Dann geh du doch mal hier hin. Ihr bleibt immer noch dort, wo ihr seid. Du rückst hier nach. Und du machst das gleiche. Gehst hier hin. Und du rückst nach. So kriegen wir da doch eine Logik rein, huh? So ist das eine schöne Route, die wir gehen können. Und hier werden wir was entdecken. Ja. Wird uns. Sniper. Beste Klasse. Beste Klasse einfach nur. So. Auch wenn du dann außerhalb der Deckung stehst, geh du mal hier hin, dass du den noch schön ein bisschen anpingen kannst. So. Was macht er jetzt? Hoffentlich flieht er, anstatt zu schießen. Nee, er schießt. Und trifft. Kitty wurde getroffen. Ja, toll. Jetzt sind wir gebuggt. C-Drax war jetzt der Meinung, hier wäre einer und versteht einfach nicht, dass der nicht mehr existiert. Das versteht er einfach nicht. So, Jin, du hast immer noch nicht das letzte Level ab, huh? Verdien dir das doch mal endlich. So, ihr könnt so langsam anfangen vorzulaufen. Oh no. Toll, den Bug habe ich jetzt den Rest der Karte über. Der meint jetzt für immer, dass dort irgendjemand sitzt. So ein Scheiß. Rock and roll. Ich höre noch ein UFO.
Laufen, laufen, laufen. Nicht so schlimm fürs Spiel, aber ist vielleicht schlimm für mich. Weil es halt jedes Mal nervt. Nein, das ist kein UFO. Ja, ist schon wahr. Doc heilt sich mal selbst. Wofür kann er es denn? So, hier ist kein Weg lang. Also geht's nur um diese Tür. Umsonst müssen wir uns um nichts sorgen. Für den Moment zumindest. Ich erschrecke jedes Mal. Genau deswegen hasse ich den Bug. Hallo, Dida. Oh, ihr kommt bitte schön zu mir. Hier ist eigentlich so fast der beste Sniperpunkt für den Moment. Es müsste reichen, um hier reinsehen zu können, wenn jetzt hier zumindest jemand in unmittelbarer Umgebung ist. Langfristig werde ich es umsetzen müssen, ist klar. So, du gehst einfach mal hier dazu. Du hier hin. Ich hasse es. You hear that? So, ich mache hier einfach mal auf. Hier ist direkt wieder eine Tür. Und hier ist... nix. Anscheinend. Nee, du hast nicht viel verpasst, Dida. Wir haben eigentlich noch fast nichts gemacht. Fast. So, wenn hier die Tür aufgeht, dann steht ihr wohl am besten hier hinten. Okay, rücken wir eine Stufe vor. Gut. Schöne Position. There's something out there. Schauen wir rein. Man sieht so viel, ne?
jetzt doof. Ziemlich doof. Dann stell dich einfach mal hier hin. Niemand aufgeweckt. Dann verbunker dich hier mal. Und wir anderen schauen aus der Ferne zu, ob du explodierst oder schmilzt oder sonst irgend sowas mit dir passiert. Oder ob das vielleicht tatsächlich sicher ist, hier reinzugehen. Putzige kleine Drohnen. Naja, wenn das alles wäre, wäre es ja nicht schlimm. Du siehst die? Ja, dann mach was draus. Ja, du siehst immer Gegner, Seadrax. Du bist so ein irrer Verschwörungstheoretiker, der überall immer Gegner sieht. So. Wolfskin sieht auch nichts. Auch wenn wir uns doch relativ sicher sein können, dass dort eine Disk irgendwo rumfliegt, aber... Für den Moment scheinen wir hier Ruhe zu haben. Ihr bleibt mal noch hier. Ich kann ich noch nicht vorholen und ihr dürft hierhin aufrücken. Okay, und nun? Wie weit kannst du vorrennen, Jin? Ach, leider nicht bis ganz in den Eck. Gerade dort wollte ich dich hinhaben. Dann lauft ihr halt nochmal hier hin. Und wir machen hier noch eine Zwischenpause. Der irre Seadrax, der überall Gegner sieht. Wir machen das anders. Hey, Double Tap. I fucking love Double Tap. Ja, dann schieß halt normal. Der Explosionsradius sollte doch eigentlich klein genug sein. Aber egal. Gehen wir einfach die drei Schritte noch hier zurück. Und... Versuch du... Ach ja, du... Ah, machst mich irre. Kabüm. Und du machst das Kleinvieh weg. Lief noch besser als erwartet. Schade, dass die Deckung hier jetzt weg ist. Das ist etwas blöd. Rock.
and loaded. Okay. Dann sollten sich einige von euch was essen. Hier, Rampe. Dort wollen unsere Sniper hoch. Wie machen wir das denn? Ich würde sagen, ihr orientiert euch langsam in diese Richtung und fangt an, diese Rampe dort hochzugehen. Mit ihr meine ich dich und tja, stehst halt ohne Deckung da, ist jetzt nicht zu ändern, Wolfskin. Ist ja explodiert. Und dich. Ihr zwei rückt hier so mittig nach und passt unten auf. Das ist Kacke ohne Deckung, ey. Gefällt mir gar nicht. Überhaupt nicht. Wir brauchen dringend eine bessere Position. Aber dringend. Hier links sind Dinge. Ist auch gut zu wissen. So, Wolfskin. Schau mal hier hoch. Nix. Das ist ein guter Anfang. Echt guter Anfang. Ihr bleibt mal im Moment hier stehen. Hauptsache ihr seid Sniper in Overwatch. Das ist alles, was ihr sein müsst. 11 Freunde müsst ihr sein. Oder ein Sniper in Overwatch. Nee, ist anders als meine Basis. Meine Basis war anders. So, tja, hier unten geht's auch noch weiter. Und hier oben ist einfach Ende, oder wie sehe ich das? Ich sehe da keine Rampe. Nein, ehrlich, Cedrex, du siehst einen Alien? Ja, ja, schon recht. Is this what the aliens do for fun? At least they're not playing computer games. Gell, das wäre ja auch nerdy. Ich meine, dass die Menschen aufschlitzen und sowas, kann man drüber wegsehen, aber. Tja, es ist rot. Es ist sehr rot. Tja, dann geht ihr doch mal hier unten lang weiter. Ja, spring nur runter, ist in Ordnung. Ihr wartet bitte noch einen Moment, bis ihr hier an die Kante geht und aufdeckt, was auch immer dort haust. Und das hat Gründe. So, du bewegst dich hier rechts lang. Du siehst überall Gegner. Und du gehst hier lang. Du bleibst genau, wo du bist.
making that noise. So, du sollst nicht komplett ungedeckt stehen, das gefällt mir nicht. Das heißt, du bleibst doch noch, beziehungsweise ihr alle bleibt doch noch im Prinzip, wo ihr seid, nur du das weiter. Du könntest noch hierhin, hoffe ich. Puh, gut, nichts aufgedeckt. Und du siehst immer was, das haben wir schon geklärt. Du gehst nicht hierhin weiter, sondern gehst nur gerade bis hierhin weiter nicht. Wir wollen doch vorsichtig sein in der Entdeckung unserer neuen Aliens. Yes. It almost looks like a larger version of the sectoid, but something is different. What is that energy? That alien is clearly different from the others. It's wielding a power unlike anything we've previously encountered. So, Bosszeit. Kommt ihr euch bestimmt verarscht vor. Wo ist der genau? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ja. Er schießt. Das ist gut. Das ist gut. Schießen ist harmlos. Wenn er schießt, ist klasse. Soll er auf ewig schießen? Fände ich gut. Jan! 5%. Schieß uns doch ein Souvenir. So, Jin, du darfst auf ihn schießen. Mach ihn schön schwach. Prozent, das ist besser. Aber nicht gut genug. So, nun bietet sich uns folgendes Problem. Wir haben einen Sektoiden-Commander, der pisst ist. Wir hätten ihn aber gern lebend, wenn es irgendwie geht. Warum sind Sektoiden-Commander schlimm? Weil sie was anderes können als schießen, aber wenn sie nur schießen, dann finden wir das nie raus. In Ordnung. Wenn der nur schießt, ist nicht schlimm. Dann machen wir es genauso wie mit den Chrysaliden und kriegen nie raus, warum er so schlimm ist. Nee, du sollst nicht hier, du sollst schießen. Aber nur mit der Pistole. Mach's ja nicht tot. Miss the target.
Macht bis zu 2 Schaden. Wie viel Schaden macht's? 1. Danke. Schön, dass Double Tap da auch zählt. Ach ja, so. Geh da ruhig auch ein bisschen ran. So schlimm ist der gar nicht, Kitty. Guck, der ist ganz lieb, wenn du ein bisschen guckst. So, jetzt kuschel doch mal ein bisschen mit dem. Oh. Guck mal, der hat so wenig Leben, keine Deckung, kein gar nichts. 70%. Shit, das war unser letzter. Das war unsere letzte Möglichkeit. So. Wäre natürlich langweilig, wenn ihr nicht wisst, was die noch können. Schießen die Idioten nur. Mach mal was anderes als schießen. Komm schon. Ich will dich nicht einfach so umbringen, das ist langweilig. Der schießt schon wieder nur. Nee. Ja, da. Jin sitzt auch nach dem großen Einsatz aus, anstatt nur ein bisschen rumgespielt. Mach's tot, mach's anständig tot, kriegst dein Level ab. Hier, bitte, neue Spezies, einfach getötet. Feels like we're finally turning the tide. Now that we've captured their device, the aliens are running out of secrets. It's imperative that we begin the research as soon as possible. Now that we've captured this device, we should probably be expecting the aliens to pursue us more aggressively. I doubt losing it was part of their plan. Ich bin am Überlegen, ob wir ab sofort Leute, die nach Streamfragen kicken. Wenn es schon einen Bot gibt, der jeden anwispert, wenn er reinkommt, ob es einen Stream gibt oder nicht. Ja, was hätte können passieren? Sektoiden-Commander können Mind Control. Danke, Crystal Gamma, wenn ich mich dazu entschlossen hätte, es nicht zu sagen, hättest du es gerade gespoilt. Und Mind Control könnt ihr euch genau so vorstellen, wie sie es anhört. Sprich, einer unserer Soldaten ist jetzt rot und hört nicht mehr auf uns. Und kann aber ansonsten alles, was er kann und hat alles, was er hat. Und steht auch noch genau dort, wo er steht. Und das hat eine Reichweite über die halbe Karte. Also, ja, das ist uncool. Nee, nicht für immer. Nur für 3-4 Runden. Aber das reicht. Something wrong, Doctor? Don't you think a victory celebration is a bit premature at this juncture? We just neutralized their central command. We've got no other alerts on the entire system. And we took out their leader. In my book, that's a win, Doctor. Wie sah denn die Weltkarte gerade aus? Naja. So schlimm war es, nicht? Wir haben ganz viel neues Spielzeug. Commander, I'm glad to see that I'm not the only one who understands this war isn't over yet. The existence of this artifact, which we believe to be a communication device of some kind, begs the question. If the sectoid commander was the alien leader, then who or what was it communicating with?
can't believe this is indeed the same creature we encountered when we made first contact with the aliens. As we have observed, it is somehow capable of using its mind as a weapon. If we were to study this specimen's brain tissue, perhaps we might be able to adapt this ability for our own purposes. Okay. Was ist passiert? Eigentlich nichts. Normale Beförderung, aber naja. Keine Nicknames. Was haben wir da? Das hatten wir. Genau, das nehmen wir. Jin. Mein Glückwunsch, das hat sich wohl gelohnt. So, Jin, du kriegst in the zone, ha? Dann haben wir einen mit Double Tap und einen mit in the zone. Jan kriegt Flash. Und C-Drax kann zweimal schießen, wenn er schon gut steht, wo er steht. Wir können einen Sektoiden-Commander auseinandernehmen. Ne? Chrysaliden-Drohnen und, ach, guck mal, Illyrium, Alloys, Waffenfragmente, Alien-Entertainment, Alien-Nahrung, Alien-Stasetanks, Alien-OP-Dingens-Einheiten, kaputtes Essen. Und die Panik weltweit ist um 2 gesunken. Das war wohl gerade auch wirklich notwendig. Ah, jetzt sieht's angenehm aus. Jetzt ist schön. Was ist der ganze Müll, den wir hier so gefunden haben? Ist eigentlich simpel. Großteil davon ist eigentlich nur Verkaufmüll. Guck mal, Stasetanks komplett einfach nur zum Verkaufen. Alien-Nahrung komplett zum Verkaufen. Alien Entertainment komplett zum Verkaufen. Kaputte Sachen sind zum Verkaufen und ja. Surgery ist auch zum Verkaufen. Also 362 allein schon mal nur am Verkaufsmüll für diesen einen Level. Mehr als 15 von einer Leiche brauchen wir auf keinen Fall. Das ist doch gut. 397 gemacht. Zack. Und nebenbei mag die Welt uns noch viel, viel mehr. Also, buddeln wir doch schon mal weiter, würde ich sagen, und bauen so einen geilen Satelliten-Nexus. Bräuchten wir 2 UFO-Flugcomputer und mehr Engineers. Das mehr Engineers macht mir von den beiden mehr Angst. Das heißt, buddeln wir mal hier aus und bauen noch einen Workshop mehr. Hier kommt der Uplink hin, hier bauen wir noch was anderes Nettes hin. So, hier könnten wir noch Strom hinmachen. Lohnt das schon, da noch Strom hinzumachen? Kostet 200. Foundry wollen wir auch mal irgendwann bauen, dass wir Sachen upgraden können. Weil die wollte ich dann eher so hier hinbauen, die Foundry. Das Foundry. Ich weiß allerdings nicht genau, wie ich es am besten mache. Wir könnten auch schon mal anfangen, neue Satelliten in Auftrag zu geben, aber ja, warten wir die 2 Tage bis zum Zahltag gerade noch ab. Speichern allerdings vorher mal und schauen mal, was wir dann insgesamt so an Geld haben und so weiter. Incoming transmission. Excellent work, Commander. This council is pleased to see our continued support of this project has been worthwhile. We hope that your current successes only mark the beginning of an enduring effort to eliminate the extraterrestrial threat. So was hört man noch gerne. We will be in touch, Commander. Und oh ja, it's a money. It is a money. The new engineers arrived this morning, Commander. We're always glad to have more help down here. Jetzt ist dann natürlich so langsam die Frage, was machen wir mit dem ganzen geilen Geld?
Also, fangen wir mal an mit Dinge bauen. Also, Plasma-Sniper. Zwei Stück. Schwere Plasma. Eine zweite. Normale Plasmagewehre. So viele wie gehen. So, kein Geld mehr. Ha! Da ist der Geldsegen auch schon weg. Aber sowas macht's wert. So, nehmen wir noch noch zwei neue Arcthrower und mehr Medkits. More Dots, More Dots, More Dots. Throw More Dots. Okay, Stop Dots. Skeleton Suits haben wir genug. Carapace Armor haben, glaube ich, mal ein oder zwei zwischendurch gefehlt. Kostet 9 Alloys, können wir einen noch bauen. Tja, das war's. Geld weg. Satelliten, zu spät. Satelliten-Nexus, zu spät. Alles zu spät. Wir haben dafür jetzt eine Tötungsmaschinerie. Schwere Laser, fertig erforscht, aber das ist eigentlich schon... Hey, Naldi und Unholy sind wieder da. Das ist dann eigentlich schon, ja, Spaßforschung, weil das Plasmazeug besser ist. Dann autopsieren wir mal unseren tollen Sektoiden-Commander. This is an extremely dangerous species, Commander. Although not physically intimidating, the psionic power that this creature wields is perhaps the greatest threat we've encountered so far. Ganz einfach, weil manchmal die Leute nicht ihre Rüstung ausziehen und wir keinen Überblick mehr darüber haben, wo die Rüstungen sind. Ich will nicht 37 Leute durchklicken, um festzustellen, wer jetzt die eine dumme Rüstung anhat. Deshalb. Der Sektoiden-Commander ist fertig untersucht. Und ja, im Prinzip eigentlich ein Sektoid mit einem Riesenhirn und ganz, ganz viel Gentherapie. Und er kann eigentlich, sagen wir, zaubern. Psi-Kräfte. Dafür können wir jetzt allerdings diese Psi-Labore benutzen. Und zwar... Ja, wir müssten mal so ein Ding bauen. There's no way the aliens could have anticipated this outcome. We've crippled their entire support network. Of course, this isn't the end. We have no choice now but to take it further. We have to find their remaining ships and finish what they started. Nothing will ever be the same. The work that we've done here to adapt the technology of a hostile enemy force has advanced the scientific progress of mankind by untold generations. These weapons, these abuses of science, we still have an opportunity to use them for a greater good. We have paid a heavy price, but our efforts have not been in vain. We've certainly had an influx of new developments recently. Well, the Sectoid Commander is an intriguing subject. I have to admit, this device has also captured my attention. Okay, Madame ist irgendwann auch mal fertig mit reden. Excavation complete. Contact detected. Ein großer Scout. Können wir mal unsere neuen Waffen austesten, ha? Huh? We have eyes on the bandit. Das war gleichmäßig. So. Tja, wir brauchen maximal einen unserer guten Sniper bei so einer Müllmissi. Werewolf, Kitty, Seedrax, Ice Heavy. War also eigentlich so in etwa die Truppe wie eben. Wen nehmen wir mit? No Name? Nö, Scheißname. Dum, 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 dum. Nee, Hecker meldet sich freiwillig. Gut, dann hast diese Entscheidung mal von mir weg. Wo ist er? Da. Nimm mal eine anständige Waffe. Wir sind jetzt ehrbare Leute. Wir können jetzt anständige Waffen mitnehmen. Du bist ein Assaulter. Nimm mal noch so einen Arcthrower mit. So, Jan darf mit. Ist okay. Hat auch schon eine anständige Waffe und so einen Werfer. Werewolf, nimm was Besseres mit. Und du nimmst ein Medkit. Lady Grey, nimm mal was zum Spielen.
Normale Sniper 4, 6. 4, 25, 6. Lasersniper 6, 30, 9. Plasmasniper 9, 35, 13. Das schönste Spielzeug. Oh, wir haben keine großen Plasmas mehr. Aber naja. Dann habt Spaß! Prepare for deployment, Strike One. You'll be heading into Japan for the next mission. It looks like the aliens went down in a sparsely populated. Ja. Aliens, schon verstanden. Totmann. Piu piu. Okay. Macht sie tot, hm? Macht sie einfach alle tot. Let none survive. Jin, bist du der Zonenmensch oder der Double Tap Mensch? Squad Side oder in the Zone. Nein, habe ich nicht Kolper. Ja, was seid ihr denn für nette Kleine? Wie toll hört ihr euch denn an? Ich weiß noch nicht so ganz, was du willst, Kolper. Was hört sich hier denn so gut an? Ich drehe mal den Spielsound auf, weil die Hintergrundmusik hier, Geräusche hier sind ein bisschen Mindfuck, kam es mir gerade rüber. Dass ihr auch mal mithören dürft. Weiß, es hört sich an, als reiten die Nazgul wieder aus Minas Tirith aus. Aber sie meint, warte mal, war da was? Hörst du was? Ach, Nazgul Minas Tirith, was rede ich? Minas Ungol oder sowas? Nee, das war Sirith Ungol. Minas Morgul, so war das. Ich war schneller, Wolfskin.
What? Why is it making the sounds? Sounds like hurt. Kind of sounds like death. War kein Torrentlink, ist nur ein JPEG. Ist auch der einzige Grund, dass ich ihn jetzt schon selbst gekickt habe. Darüber reden, dass Torrents existieren, darf man? Linken nicht. Klarer Fall an Holly, an alle Ops wenden. Wenn irgendjemand Bärs postet, dann muss er weg. Geht nicht anders. Ansonsten bin ich dafür verantwortlich. Und ich lasse mir ganz bestimmt meine Streamer-Scheiße dadurch kaputt machen, dass irgendjemand Bärs postet. Das hat auch nichts mit meiner Meinung oder so zu tun oder mit irgendwelchen Entscheidungen von mir, das ist halt so. Things are sounding pretty fucked up, I'd say. Ich weiß nicht, ob es dazugehört oder ob es ein Zufall ist, aber irgendwie hört es sich auch gerade so wieder an, als würden unsere Nachbarn ihre Kinder gerade essen, schlagen, kochen, prügeln, mit ihnen schimpfen, irgend sowas. Psst, you hear that? Mann, hört sich das alles gut an. Das ist so der Effekt, den ich gerade meinte.
What's making that noise? It hurts. So, damit erübrigt sich schon mal direkt Frage Nummer 1. Ein Prozent, nicht für Euro. Sind jetzt im Ernst 1%? Ich weiß, der eine sieht dich dann. That alien there. It's not carrying a weapon like the others. What could it be doing? They're repositioning on us. Wir starten hier mit Operation Lauf, Schlampe, Lauf. Lauf. Lauft. Flieht, ihr Narren. Jan, lauf! In the zone.
Kill confirmed. Nee. War keine Aktion, zählt nicht. Der ist immer noch dran. Laufen, 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 laufen. Laufen, laufen, laufen. Ditter, darf ich Captain Obvious machen? If you wanted to play PC games, you never should have bought a Mac. What was that? Thank you, Captain Obvious. Hat keine Deckung, zählt nicht. Ich könnte mich irren, aber ich war der Meinung, ich hätte gerade auf Nachladen geklickt bei dir. Locked and loaded. Rock and roll. What? No, comprende, señor. Jetzt kommt schon raus. Ich will da nicht rein. Ich kann da nicht rein. Making that noise. Ich will dort nicht rein. Jan, du hast nichts zum Heilen dabei. Warum? Plasma-Sniper. Ah, du hast auch keine Medkits. Gut zu wissen. Get back out there. Oh je, weiß nicht mehr, wer das war. Müsste ich nachforschen. Irgendwie Logs lesen und sowas. Boom, was war denn das für ein Sprungjäger? Was war das? Wer ist da? Hallo? Ich sehe dreimal Bloodcore.
Jetzt kommt raus, verdammt. Die wissen, dass sie sterben, wenn sie rausgehen. Sieh an, mein Berserker kommt raus spielen. So, hallo Bersi. Werewolf is scared now. Nihika, son, I am disappointed. Wir wollten den doch lebend fangen, Nihika. Tja. Jetzt wird's einem von euch wehtun. Wir brauchen den leider lebend. Gehabt. Es waren zwei Schritt für ihn. Hoppla. Rape time now? Mach den mal weg, der stört. Der nervt. Taken care of. Tja. Kinders. Lauf, Kitty, lauf! Run, Kitty, run! So, Kinders. Ihr zwei seid die Leute, die den Leben fangen können. Aus diesem Grunde müsst auch ihr zwei die Leute sein, die bei ihm bleiben, während alle anderen wegrennen. Ja, das zeckt, wenn der zuhaut. Doch, ja. Lohnt sich's wenigstens. Das hat dann ja doch wehgetan. Taken care of. Weapons empty, can't engage. Ja. Wolfskin, auch wenn du kein Heiler bist, heil den mal.
So, ich würde ja sagen, nimm wieder an deiner Mauer Platz, aber deine Mauer ist gerade uncool geworden. Reloaded. Hier geht's immer noch nicht so ganz geil. Tja, Kitty. Scheiße, wenn man Heiler ist, ha? Huh? Don't move, you'll be fine. Also ich muss sagen, dieses eine Geräusch halte ich für das Schlimmste im Spiel. Ihr wisst genau, welches ich meine. You know what time it is, Nika. What's making that noise? Nehm mal an, Jan wird der Glückliche, der den Insektoiden-Kommandeur einfängt. Jan kann verdammt weit laufen. What was that sound? Oh nein, ich hab Overwatch Pistol gemacht. So ein Müll. Heil dich auch noch, Kitty. Also wie weit Jan laufen kann, ist irre. Nee, nicht schießen. Abwehren. What was that? Ah ne, du nicht. Du gehst vor. Du darfst mal, weil du ihn nicht one-hitten würdest. Selbst wenn er jetzt ums Eck käme. Was er nicht tut, weil er dort campt. What? They're trying to flank us. Wo kommt die her? Damn it! Missed the target. Wo sind jetzt echt die auf einmal her? Huch! Durch den Boden gefallen.
Wolfskin hilft da mal mit. Wenn die jetzt meinen, sie können hier kämpfen. Nö, nö, nö. Abwehren, 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 Overwatch, wenn Gegner kommen, kriegen sie alle Headshots, 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 abwehren, abwehren, abwehren. There's something out there. Wir haben eine neue Wand geschaffen. Incredible. That alien seems to have taken control of that soldier somehow. All of the advances we've made so far would be useless against this type of power. Wo genau steht der Penner nochmal? Hier. Gute Nacht. Jetzt weiß ich nicht, wer am meisten Glück hatte bei der Aktion. Nein. Jan ist der Held, der das Alien betäubt hat. Du warst es. Wie fühlt sich's an, eine Alien-Bitch zu sein, hm? Er war in deinem Kopf und noch in ganz anderen Dingen. Und es hat dir gefallen. Du hattest gar keine Wahl, es musste dir gefallen. Ja, Lightning Reflexes. Fuck you. Könntest du mal nicht das Equip kaputt machen? Oh, beim zweiten wirkt Lightning Reflexes noch. Bring ihn um! Hi du! Na du! Wie geht's so? Excellent work. All objectives complete. Puh. Das war meine Aktion. Major Kitty. Und wenn Jan mal keine Beförderung verdient hätte, dann wüsste ich auch nicht. Und Seedrex. Another live capture?
Please give my thanks to the men, Commander. I know it can't be an easy task trying to bring them in alive. You can trust that the research team will make it worth the trouble. Wir können die Plasmapistole erforschen. Das ist doch auch mal was. Oh, schön viel Alloys. So, reicht jetzt. Das war ermüdend. Hoppla, falsches Menü. Also, ich vercheck noch den Müll und derweil sage ich dann vielleicht schon... Ja, es war interessant. Puh, das Spiel wird ernst. Dann danke ich euch fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal. Bye bye.